Wenn man heute anschaut, jene, die als Babys waren und mittlerweile das Ganze organisieren, dann ist man glücklich. Und als solcher Resümee kann man sagen, es ist etwas Wunderbares, was wächst und groß wird und sich entwickelt, entfaltet. Genauso wie die Kinder, wie junge Menschen, was auch faszinierend war, dass wir immer wieder seit 20 Jahren ein Drittel von den Besucher bzw. Mitwirkenden, Mitgestaltenden, jene haben, die bereits dabei waren und auch dazu Neugekommene, die sie davon begeistern. Und was auch interessant war, dass auch die Leute aus Kemmerton, aus Schwarz, durch das, dass sie im Bezirksplattl war, angekündigt auch gekommen sind und jetzt eben diese Wege gescheut haben, trotz eben Wetterumständen, und das Ganze ist unbedeutend schlussendlich. Und dass jeder sozusagen entweder in Gespräch oder in Kreativität oder in irgendeine andere Form für sich einen Platz findet. Wieder Freunde trifft nach einem oder zwei oder drei Jahren und wieder diese Verflochtenheit, diese Vernetzung, diese Freundschaft spürt und aufleben lässt. Jedes Jahr ist was Besonderes, auch inhaltlich, auch von den Zusammensetzungen von Menschen. So kann ich kaum etwas als Highlight sozusagen herausheben. Vielleicht auch eine Tatsache, dass man sie, sage jetzt mal, als Co-Gründer damals von 93 jetzt bei den letzten drei Veranstaltungen sehr stark zurücklehnen kann und das Ganze abgeben kann, sie verabschieden kann und sehen kann, wie die jungen Menschen, vor allem diese jungen engagierten Damen, das fantastisch organisieren, alles im Griff haben, alles leiten, koordinieren, und auf das bin ich eigentlich stolz. Und ich glaube, die Tatsache, dass eben diese Gruppe hier diesen Mut hatte, als Pfadfinder auch damals Flüchtlinge aufzunehmen, auch die Kinder aus Sarajevo aufzunehmen, auch die bestimmten Projekte zu veranstalten und klar zu sagen und sie zu positionieren, wir sind für Gemeinschaft, wir sind fürs Zusammenleben, es ist nicht zu unterschätzen. Diesen Mut haben wenige gehabt, damals 20 Jahre zurückblickend in Tirol, und das ist das, was mich ehrt, und das ist Highlight, dass so etwas lebt. Also das erste Mal war ich wahrscheinlich da, wo ich 7 oder 8 Jahre alt war. Heute ist mein Beitrag, dass ich einen Tanzworkshop gebe. Am lässigsten war, dass immer so viele Leute von überall her da sein. Und es ist halt toll, man kann sich mit jedem unterhalten, man kann gut essen. Man erzählt sich verschiedene Sachen, man nimmt einen Workshop teil, man gibt Workshops, und es ist schon lässig. Also mir gefällt es gut da. Also ich wünsche dem Schwarz-Weiß-Fest für die Zukunft, dass es jedes Jahr so weitergehen kann, dass ich immer die verschiedenen Kulturen, verschiedene Länder treffen können und ihre Gedanken und Gefühle und alles austauschen können und Erfahrungen austauschen können, und dass sich einfach jeder versteht und dass wir friedlich zusammenleben. Hier wird getanzt auf Teufel komm raus, auf Himmel komm raus. Es gefällt mir wunderbar, ich kann mich nicht satt sehen davon. Du auch teil? Ja, mit meiner großen Zehe. Und mit meinen Fingern und mit meiner Nase und mit meinen Ohren. Das geht alles. Sie ist sehr musikalisch. Und jetzt nehme ich. Geh raus. Ja, hier.
sie versuchen gerade aus einem alten Song einen neuen Song zu machen und gemeinsam zu jammen und zu improvisieren, glaube ich. Gehen wir aus C-Dur. Und ich spiele jetzt nicht das alles durch. Ich nehme mir einfach einen von hier. Ich nehme C-Dur, ich nehme E-Moll, F-Dur. Das kannst du dir anschauen. F-Moll und so weiter. Das gefällt ja immer gleich. Zum Beispiel, es ist F-Dur hat D-Moll dann. Ne? Siehst du? Ja. Fass einmal gespielt. Ba, 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 ba. Und 1000 Melodien sofort, ne? Und nur zwei Töne. Lustig, wie ich das gedacht habe! Wir spielen Theater. Ganz ein einfaches Spiel. Wir schieben uns. Du das jetzt kommentieren? Wir spielen Theater. Ein ganz heißer Kampf wird ab. Die Nächsten kommen dran. Sie haben hart dafür trainiert, damit es so authentisch wie möglich ausschaut. Ein Fußkampf, sondersgleichen. Also die Natascha ladet ein, ladet mich ein und fragt mich, ob ich bei den Kreativworkshops mitmachen kann. Und ja, da biete ich das an, was ich kann. Ich mache Theaterworkshops, die ganz einfach sein. Es geht darum, ein paar einfache Szenen zu spielen, in einen Austausch zu kommen, in einen Dialog miteinander zu treten. Ja, ich habe keine Texte mit, die Leute müssen nichts auswendig lernen, sondern sollen da die Zeit haben und die Freude, gemeinsam kleine Szenen zu entwickeln. Also prägend und lässig, was mir immer in Erinnerung bleibt, ist die Lebendigkeit und die Kinder, die man anzuhausen und die Erwachsenen, die entspannte Atmosphäre. Und also wenn ich da bin, habe ich meistens auch kreativ mit den Leuten gearbeitet. Ich wünsche dem Schwarz- und Weißfest für die kommenden 20 Jahre alles Gute, weiterhin viele Besucherinnen und Besucher, Lebendigkeit und dass die Kinder, die jetzt da sind, die Erwachsenen von morgen sind, die das weitertragen. Ein Brett bitte! Wir haben eigentlich verschiedene Menüs heute, ein Menü, also relativ, es ist einfach das gemischt, bunt gemischt, um verschiedene Essen, kreolisch, wie man nennt, kreolisch ist es eine Mischung aus aller Welt, was es noch gibt. Und das genau machen wir heute, Tomatensalat à la kreolisch. Das ist einfach Tomaten und frische Tomaten mit Zwiebel und Kräuter, Mischung und Salz, Pfeffer und Essig und ein bisschen stehen lassen, dass es den Geschmack annimmt. Und nachher haben wir noch kreolische Fleischbällchen dazu, was man kalt oder warm essen kann. Und da ist mit Ingwer, Zwiebel und die Kräuter, was man dazu braucht, runtermischen, Eier und ja, muss man aufkochen und nachher in die Sauce einlegen. Ein Hühnerfleisch haben wir auch noch zum Grillen. Und dafür habe ich ein paar Gewürze gekauft, was man noch mischen muss. Und das mit dem halt so pikant würzig zum Grillen später dann. Ist da niemand da? Doch, die Holen kommen. Ich war schon sehr oft da. Ich habe es auch mitorganisiert schon früher, aber inzwischen bin ich in Wien, wo wir ganz was Ähnliches machen. Das heißt, Wien lebt und das ist auch so ein ähnliches Fest. Und Schwarz und Weiß war so der Beginn. Da haben wir mit der Natascha zusammen dieses Fest gemacht. Also ich wünsche dem Schwarz- und Weiß-Fest, dass es mindestens noch 20 Jahre weitergeht, am besten noch viel länger und dass jeder, der mal da war, das mitnimmt und dieses Schwarz und Weiß wird bunt in die ganzen Orte und Länder trägt, wo die Leute her sind oder hinkommen und dort was Ähnliches machen.
dann kann sich vielleicht auch eine andere Meinung. Ja, ja, klar. Okay. Da wird dann auch schon die Frage gesagt. Zur damaligen Zeit, wo eben der Islam verkündet worden ist, sind die Frauen sehr oft oben und Chefinnen am Telefon bei mir rufen an. Das ist nun das Nächste, was dazu kommt. Selber oft in einer Fischbarigkeitssituation, lehnen sie mittlerweile irgendwie sitzen. Yes. Man sieht da die ganze Geschichte vom Schwarz-Weiß von den Anfängen, 1991 schon. Ganz, ganz vorne fängt es an mit der Villa Bund, Café Zeitgenöss. Und man kann da auch mit Fotos verfolgen und Programmen, wie sich das entwickelt hat. Und es ist echt interessant, das nachzuverfolgen, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit. Aber es ist eigentlich immer ein spannendes Fest der Kulturen gewesen und das soll es auch weiterhin sein. Ich wünsche dem Schwarz- und Weiß-Fest, dass möglichst lange noch und oft dieses Fest gefeiert werden kann mit vielen, vielen Menschen und dass die Botschaft denen allen zu Herzen geht. Für die nächsten 20 Jahre wünsche ich ein schönes Wetter jedes Mal. Ich bin jetzt leider erst zum ersten Mal beim Schwarz-Weiß, an das ich mich erinnern kann, war ja als einjähriges Kind schon einmal dabei. Und ich finde es total spannend, wie man sich einfach ein bisschen kennenlernen kann, so die unterschiedlichen Geschichten der Menschen sich anhören. Und mir, also ich war jetzt beim Workshop von den Sprachen und es ist ja ganz spannend, finde ich, dass man die Mehrsprachigkeit aufwertet. Also es geht nicht darum, irgendeine Sprache abzuwerten oder Deutsch hochzuhalten als die Sprache, die jeder kennen muss, sondern dass diese Vielfalt wunderbar ist und wie viel wir daraus machen können, ist echt super und das sollte man viel mehr nutzen. Und ich finde auch, es sollte mehr solche Feste geben, weil es ist einfach ein Feiern der Vielfalt und der Möglichkeiten, die wir haben.